Servus Leute, heute möchte ich euch meine Airsoft vorstellen. Das gab es noch nie auf meinem Kanal. Wow. So sieht die Verpackung von der Airsoft aus. Es ist eine Beretta. Also eine Standard-Airsoft-Waffe halt, ne? Für 20 Euro auf Amazon kostet die inzwischen ein bisschen mehr. Die M9. Dann hier Mechanik, also Feder unterstützt, hat eine Energie von 5 Joule, also 0,5 Joule meine ich. Dann hier mit Slider, das werden wir dann alles mal gleich ausprobieren, passen maximal 12 Kugeln rein und man sollte halt 6 mm Kugeln verwenden. So, gucken wir mal rein. Hier ist nochmal eine Bedienungsanleitung. Schön für alle, die nicht wissen, wie so eine Airsoft funktioniert. Brauche ich nicht. Weg damit. So, dann haben wir hier noch weiße Kügelchen drinne. Finde ich sehr gut. Gleich vorgesorgt. So, dann haben wir hier die Airsoft zu guter Letzt. Das kann auch weg. Mach ich da weg. So sieht das ganze Teil jetzt aus. Das hier ist das Magazin. Die Funktionsweise ist ein bisschen seltsam. Man drückt das hier so runter. Dann drückt man das hier nach hinten und dann kann man hier die Kugeln reinfallen lassen. Das kann ich ja nachher auch gleich mal zeigen, wie das geht. Und hier ist dann die Waffe selber. Wie ihr seht, sie ist nicht gesichert. Das Sichern kann man hier machen. So, jetzt kann man den Trigger nicht mehr auslösen. Man sieht aber auch hier an dem roten Strich, wenn die nicht gesichert ist. Also finde ich ganz praktisch. So. Hier haben wir einen Hahn, der aber nichts macht, wenn man halt den Schlitten nicht nach hinten gezogen hat. So, jetzt sieht das Ganze wieder so aus und es hört sich aber so an. Ja, denn jetzt ist nämlich hier die Feder nach hinten gespannt worden und die Kugel wird dann abgefeuert. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, ich würde sagen, wir beladen mal ganz kurz das Magazin. Erstmal runterdrücken oder, nee, das ist noch. Gut, dann hier das hier nochmal runterdrücken. Und ach, noch ein bisschen. Ja, jetzt ist es randvoll. So, die legen wir einfach mal dahin. Jetzt ist hier das Teil unten gelöst. Das heißt, die Kugeln sind jetzt abfeuerbereit. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. So, unser heutiges Opfer ist kein Blatt Papier, sondern ein Stück Karton, auf das wir jetzt einfach mal aus nächster Nähe schießen werden. Und zu gucken, wo ich getroffen habe. Und 3, 2, 1. Ja, die Kugel ging komplett durch. Wow. So, ich würde sagen, ich halte mal die Waffe ein bisschen höher und gucken wir mal, ob die dann genauso durchgeht, die Kugel. Ich halte die Waffe jetzt etwas weiter oben. Man sieht sie ja auch nicht mehr. Oh, ich habe nicht mal getroffen. Ja, es kommt davon, wenn man nicht weiß, wo man hinzielt. Und schon wieder nicht getroffen. Und ja, hier sieht man es auch wieder. Aber durchgegangen. Ja gut, ich glaube, die ist auch durchgegangen. Man sieht es jetzt nur nicht, weil sich hier die Pappe wieder hingewellt hat. Naja, auf jeden Fall. Das ist ein kurzes Review zu dieser Airsoft gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir schießen jetzt einfach nochmal auf die Pappe. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich zu so einer Airsoft sagen kann. Also gute Verarbeitung, für den Preis kann man nicht meckern. Ist halt nicht automatisch. Und es macht Spaß damit zu schießen. Im Sommer, also in einem halben Jahr, wird dann endlich mal auch ein richtiges Schussvideo im Freien kommen dazu. Denke ich mal. Und falls ich öfters mal Airsofts vorstellen soll, dann lasst es mich mal wissen. Spaß macht es mir auf jeden Fall auch. Und bitte nicht wundern, warum ich so unmotiviert klinge. Ich bin halt einfach erkältet. Aber ich wollte auch endlich mal wieder ein Video machen. Ich habe jetzt schon seit 2 oder 3 Wochen nichts mehr hochgeladen. Das geht gar nicht. Ja, Winterzeit halt. Yay, Winter. Und da war eine Katze. Gut, aber was ich noch kurz zu der... Oh, da liegen die ganzen Kugeln. Was ich aber noch kurz zu dieser Waffe sagen möchte, wenn man das Magazin nimmt und noch mehr als 2 Kugeln drin sind, dann
passiert das. Das liegt halt einfach hier an diesem Teil, das wird hinten, das wird dann, wenn es drin ist, runtergedrückt und dadurch werden die Kugeln dann freigelassen. Und wenn man das dann rausmacht, dann ist das ja nicht sofort wieder zu, sondern es geht erst sehr langsam zu und das heißt, da fliegen dann nochmal zwei Kugeln raus. Und das müsste man mal noch ändern, aber ansonsten ist die Waffe eigentlich gut für den Preis. 20 € geht. Ich werde euch natürlich den Link in die Beschreibung packen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.